Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. Und zwar, ich habe heute ein Replay für euch. Das ist, ich kann glaube ich ohne Übertreibung sagen, das war die spannendste Runde, die ich je hatte. Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Und ja, wir gucken jetzt direkt mal rein. Der Brain ist mein Gegner. Oh, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, er hatte auch irgendwie 3000k. 3000k wäre ein bisschen viel. Obwohl ich schon eingesehen habe mit 2 Millionen. Ich weiß nicht genau, wie die das hinbekommen haben. Naja, auf jeden Fall ein erfahrener Spieler der Gegner. Muss ich irgendwie hier angucken? Kann man nicht angucken, ne? Egal. So, er hat sich in den Spielen für Cost Control, finde ich, eine der besten Fähigkeiten tatsächlich. Haben halt 100 pro Runde extra bekommen, schon ab der ersten Runde. Das heißt also, das ist schon sehr gewaltig. 10 Runden heißt dann 1000 extra zum Beispiel. Allerdings wären die Einheiten nur 15% schwächer dafür. Die Frage ist halt, ab wann lohnt sich es nicht mehr? Ich persönlich denke, aber ich habe das jetzt nicht konkret ausgerechnet, dass das halt im Late Game, je weiter das Game voranschreitet, desto schwächer das halt wird, ne? Weil 15% von viel, ja sehr viel ist. Also am Anfang ist 100 Punkte von 200 Einkommen sehr viel, aber später kriegt ihr ja 1000 pro Runde. Und wenn ihr dann nur 100 extra drauf kriegt, aber von den 1000 15% verliert, habt ihr 150 Wert verloren, ne? Aber da sprechen wir auch schon von sehr fortgeschrittenen Spielen. Also da je länger die Runde das Spiel geht, desto weniger effizient ist das wahrscheinlich. Das ist meine Theorie im Moment. Müssen wir mal in die Excel schmeißen, damit es genau funktioniert. Ups, mein Gesicht weg. Genau, und ich habe mich entschieden hier vorne für Rhinos, ja? Runde 3 kommt das. Also von da bin ich im Early Game jetzt erstmal unterlegen. Starteinheiten, das ist immer ein bisschen geraten, finde ich persönlich. Ja. Er hat sich jetzt hier am Anfang direkt mal den Steel Ball gegönnt, zusätzlich zu seiner Startarmee. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Call, kann man halt immer machen, solide. Er hat auch ein Selbstheal zum Beispiel gleich. Ne. Der ist halt relativ schnell und kommt auch an der Artillerie vorbei, von der er ja wusste. Ich habe allerdings eine extra Artillerie gekauft, weswegen ich drei Geschütze habe, die sich gegenseitig unterstützen können. Das ist etwas, was ich im Moment ausprobiere. Kurz zur Erinnerung, ich bereite mich im Moment aufs Turnier für morgen vor und versuche halt deswegen Sachen. Das sind alles noch Ausprobierphasen für mich. Ne? Und da werdet ihr manchmal komische Sachen sehen. Und in der Runde unter anderem wollte ich zwei Sachen ausprobieren: den Rhino ein bisschen mehr. Und ich wollte die Artillerie, ob die es gegenseitig unterstützt, ausprobieren. Die hat eine Minimalreichweite. Das heißt, wenn ihr zu nah herankommt mit der Artillerie, dann trifft ihr euch nicht mehr. Ja? Und wenn ihr euch schnell bewegt, dann trifft ihr euch auch nicht. Das heißt also, Artillerie hat diese zwei großen Schwächen. Wenn die Geschütze aber jetzt hier so, ne, verteilt sind, da, da und da, bedeutet das ja, dass ich gegenseitig unterstützen kann. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Das war auf jeden Fall der Versuch wert. So Nano-Repair-Kits natürlich absolute Brüller, wenn ihr auf Rhino gehen wollt. Ich habe ja einen Rhino jetzt schon, der in der dritten Runde kommt. Erinnert euch, dass diese Fähigkeit meiner Karte und dieses Nano-Repair-Kit war natürlich jetzt der Hauptgewinn. Wien sicher auch nicht schlecht, ne? Weil er ja Tanks da vorne hat, kann er auch gut verwenden, aber auf dem Rhino ist das natürlich der absolute Killer. Also das ist halt, ihr tut halt die ganze Zeit Leben wieder bekommen, ohne dass ihr beschädigt werden müsst. Ne? Normalerweise ist diese Fähigkeit so, dass ihr Schaden nehmen müsst, bevor ihr Leben wieder bekommt. Und der gibt euch halt die ganze Zeit Leben. Das heißt, ihr werdet ultra, 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 ultra tanky. Ja? Kann man gar nicht genug Ultras drin machen. Genau. Das Problem ist nur, dass eigentlich schon diese Steel Balls, die er gemacht hat, das ist sehr clever von ihm. Er wusste ja, dass mein Rhino kommt. Das wird ja hier angezeigt in der Karte in Runde 3. Ne? Das heißt, er weiß von dem Vieh. Das Problem ist halt, dass diese Steel Balls die Hardcounter gegen die Rhinos sind. Von da kann ich mir dann Eis drauf packen auf das Item. Ja? Also er wusste, dass die kommen, hat deswegen auch früh mit dem Steel Ball begonnen. Warum ist das die Konter? Die haben diesen Laserstrahl, der über Zeit mehr Schaden macht. Und da fräsen sie sich durch Tanks durch. Und das ist ja ein Tank im Großen und Ganzen. Also eigentlich ist das ein Bruiser. Aber ne, die fräsen sich einfach durch die Lebenspunkte durch. Man sieht das wahrscheinlich gleich auch hier vorne. Die Artillerie ist jetzt nicht so ein Drama für den. Ne? Die wird direkt wieder hochgeheilt, der Schaden, der da rauskommt. Das ist halt das Item. Und jetzt hat er natürlich das Problem, muss schon sagen, also ein Steel Ball kommt natürlich nicht mit dem Rhino klar. Es reicht nicht, wenn er ein Selbstheal hat. Ne? Also das muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber die Steel Balls sind schon stärker als der Rhino. Also wenn er ne, Preis-Leistung das Gleiche macht mit Item und allem, besiegen die das Vieh normalerweise schon ohne Probleme. Und da war das schon die richtige Konter. Und er hat ja auch mehr gehabt, nur auf der linken Seite, nicht auf der rechten. Jetzt läuft er erstmal rum, haut alles tot. Ein paar der Crawler sterben. Ja, was sind die Stärken des Rhinos? Also ich finde, der hat zwei große Stärken. Das eine ist halt, also eigentlich sind es mehrere Stärken, sagen wir mal drei große vielleicht. Ja. Der ist halt so ein bisschen Bruiser, heißt also, er hat Schaden und ist tanky. Ja. Das sind so zwei Sachen. Und dann ist er auch noch schnell. Also packt man das zusammen in diese Bruiser-Geschichte meinetwegen. Und dann ist er aber auch flexibel, was diese Fähigkeiten angeht, die ihr vergeben könnt. Ne? Also flexibler als jede andere Einheit. Ich werde es euch gleich nochmal genau zeigen, warum ich das meine. Fast-Modul ist natürlich sehr gut, wenn ihr ne, diesen Rhino habt, dann wird er noch schneller und kriegt auch noch mehr Attack da drauf. Das heißt also, die Stärken, die er hat, werden noch weiter ausgebaut dadurch. Das Ziel ist halt ein bisschen, dass er die Leute hier vorne irgendwo stoppt, ne? Irgendwo in der Front stoppt, damit eben meine Artillerie-Schütze hier hinten Schaden machen können. Das ist die ganze Konter, die Crawler könnt ihr ignorieren in dem Setup im Moment.
Und sein Ziel ist jetzt mit diesen Steel Balls, ihn auseinanderzunehmen, weil das eben die Konter dazu sind. Deswegen braucht er ganz, ganz viele davon. Und er hat jetzt auch mehrere hier auch mit Items vergeben. Also das könnte jetzt sehr böse für mich werden. Die einzige Problematik mit den Steel Balls sind im Moment meine Crawler. Die werden aber von den Fangs gekontert. Da ist nur die Frage, ob er das von dem Timing richtig hinbekommt, dass die Fangs die halt kaputt machen, die Crawler. Also wenn die anfangen, statt die Crawler auf den Rhino zu schießen, passiert gar nichts. Und beide supporten das Ganze mit Artillerie. Und jetzt wird man hier wahrscheinlich gleich sehen, wie schnell das Ding einfach kaputt geht. Das schmilzt dann einfach dahin, hier vorne meinetwegen auch. Und dann hat er den Selbstheal. Hier vorne hat sogar ein Level 2. Aber der wird jetzt einfach weggefräst von dem Steel Ball. Mir gängt, dass er nur 100 Punkte so ein Ding kostet. Allerdings wird er von der Seite abgeschossen. Also da haben sie es nicht geschafft, er wird 100% leben. Also sieht es nicht aus wie Konter, aber links hat man es, glaube ich, gesehen, dass sie den einfach weggemacht haben, den armen Rhino. Das sind schon Kontereinheiten dazu. Aber es ist auch eine Frage, wenn ihr halt, ne? Ich habe halt hier Level 2 für die Leute und Items. Das macht es natürlich den Steel Walls ein bisschen schwierig, das Ganze. Plus, die werden die ganze Zeit von der Artillerie bombardiert. Also ich glaube, er würde sehr viel besser abschneiden, wenn seine ganze Front, sagen wir mal, ein Stück weiter hinten steht, dass meine Artillerie erst hinterherkommen müsste. Das wäre ein gravierender Vorteil für ihn. Das wäre besser für ihn gewesen. Aber das wusste natürlich vorher nicht alles. Hier seht ihr aber diesen Artillerie-Support, den ich eben meinte. Ne? Die fräsen jetzt langsam dann durch, aber währenddessen schießt die andere Artillerie da drauf. Also noch scheint das hier sehr gut zu klappen. Die Bruiser hauen sich da einfach durch. Der hat besonders viel Spaß, der eine. So, warum mache ich jetzt Rhinos relativ früh? Ist ja eine der die preiswertesten größte Einheit, die es gibt. Also eine Medium, die man direkt am Anfang eigentlich kaufen kann, wenn man möchte, Runde 1. Warum mache ich das? Der hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass ihr am Anfang, wenn ihr den einfach nur auf Kampfkraft macht, einfach durchlaufen lasst, dass er alles kaputt hauen kann, wie ihr gerade seht. Und wenn es wirklich irgendwann zu einem Problem kommt mit irgendwas, dann könnt ihr die Selbstzerstörung machen. Und die Selbstzerstörung wird stärker, je mehr Lebenspunkte der hat. Und das hängt normalerweise vom Level ab, weil man die dann verdoppelt mit jedem Leben, mit jedem Level. Ne? Und von daher ist es sehr wichtig, den relativ früh, nichts geholt, relativ früh aufzubauen. Wenn ihr die Level habt, dann wird das nachher eine unbesiegbare Bombe. Also wenn ihr irgendwann eine Konter auf dem Feld ist, dass der, ne, keine Ahnung, mehr Seaboys meinetwegen, alles, was er dann erreichen muss, ist zu dem Gegner in einem Stück kommen und dann explodieren. Und dafür braucht er den Level meiner Meinung nach. Ich habe jetzt mal Sniper hier vorne geholt, weil ich langsam das Steel Wall Problem identifiziert habe. Man gedacht, dass ich mit Snipern dann drauf schieße. Das war eigentlich ein Fehler. Aus ganz vielen Gründen. Einmal, weil es halt Steel Balls sind, die sind wirklich sehr, sehr tanky. Und die Sniper fangen bei Level 1 an. Das gibt eigentlich nicht rechtzeitig was. Dann haben die jetzt einen Heal. Ich wusste, dass sie den freischalten können. Und dann kann er einfach einen Fang davor banken. Und dann schießen meine Sniper auch nicht, also meine Marksman. Also der Sniper-Call, der war ein Riesenfehler von mir. Das wird jetzt echt wehtun. Das muss man einfach so hinnehmen, dass man auch mal einen Fehler macht. Ich habe die hier hinten übrigens hingestellt, ne, damit die ein bisschen zeitgleich hier in der Mitte ankommen und die Artillerie nicht so lange gehen muss, damit sie auch noch schießen kann. Also die Hoffnung ist, dass die von den Walls angegriffen werden, bevor, dass die also die Crawler angreifen und der dann weniger Schaden von denen nimmt. Ja? Das ist die Hoffnung dahinter in diesem Setup. Deswegen stehen die hinter den Crawlern hier. Der steht leider ein bisschen zu weit vorne. Und dass die hier auf dieser Höhe stehen, die Hoffnung ist, dass wenn der Kampf hier losgeht, dass die Artillerie noch in Reichweite ist, um zu schießen, ohne viel sich bewegen zu müssen. Schilde sind gegen Fähigkeiten, falls der Gegner mal irgendwas schmeißen will, eine Atombombe zum Beispiel, kann er jede Runde kaufen für 300. Ja, also Schilde beschützen euch vor allen Fähigkeiten. Jetzt können wir mal gucken, hier links bei dem Kampf, ne, die fräsen sich ja durch, das ist also voll aufgegangen, die stehen da in Artillerie-Reichweite, also das geht auch voll auf. Aber da stehen so viele Steel Walls, dass einfach der Rhino hier vorne. Noch sind sie an den Crawlern dran und jetzt wird er halt zack und sofort weg, ja. Also weil die Crawler weg sind, ist alles tot. Ich habe zwar mit der Artillerie noch die Steel Balls hier ein paar geholt, eine ganze Menge, aber eben nicht genug. Und hier drüben ist ein ähnliches Problem. Ich nag mich noch da durch, aber die drehen jetzt, ne, die Crawler sind alle tot. Die drehen sich auch einfach darauf ein und Rhino mit Item hin oder her ist sofort tot, ja. Und von da habe ich die Runde jetzt verloren. Also ich denke, dass die Marksmen auf jeden Fall ein gigantischer Fehler waren. Die haben daran, waren daran beteiligt, dass ich jetzt so gigantisch verloren habe, die Runde. Und der Gegner natürlich auch fett aufgelevelt hat, ne. Also ich habe mir da gerade ein Riesenproblem gebaut. Aber zum anderen liegt es auch einfach daran, dass der mit dem Steel Balls einen sehr, sehr guten Call gemacht hat, der Gegner. Weil er wusste, dass Rhinos kommen und ich habe die auch noch weiter ausgebaut. Und hat die Steel Balls einfach weiter ausgebaut und hat denen jetzt einen Selbstheal gegeben, also dass die Lifesteal haben und dass sie verbunden sind, dass sie gegenseitig tanken. Also der hat jetzt extrem gute Hardcounter gegen Großteil meiner Armee. Sehr, sehr unangenehm. Jetzt habe ich eine Smoke Bomb geholt. Die Hoffnung dahinter war, und ich glaube, ich schmeiße die falsch, weil ich Angst habe vor dem Schutzschild, weil im Schild bleibt die hängen. Giant Killer, das war übrigens ein Fehler, das sind keine Giants, die Jungs. Da hat er, glaube ich, oder hofft vielleicht, dass Giants kommt, aber es sind keine Giants, dafür kriegt er kein Geld. Die Smoke Bombe, die Hoffnung war, dass die Reichweite von denen so reduziert ist, dass ich einfach mehr Schäden machen kann. Und ich habe die mir nicht getraut, den weiter oben zu legen, einfach weil ich dachte, er würde ein Schild kaufen, dann würde da kein Smoke ankommen. Ne? So wie hier rechts ist gerade ein Schild kauft, dann wird der Smoke nicht aufgetaucht.
und kommt sogar auch hier vorne. Von daher hätte ich es auch nicht, ne? Hätte es auch nicht funktioniert weiter oben. Ja, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Da sollte man einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit erkaufen. Bleibt 2 Runden liegen, der Rauch. Hoffentlich wird die Front dann ein bisschen stärker links. Ist auf jeden Fall ein Problem. Also die Dinger haben ihre Nützlichkeit eigentlich schon getan. Die Konter hier funktioniert auch nicht. Und jetzt laufe ich halt dem Spiel tatsächlich erstmal hinterher. Ja, der Giant Hunter, wie gesagt, nur wenn man Giants zerstört, lohnt sich das. Ich habe keinen Giant da. Ich finde übrigens bei Giants, das Schlimmste, was man machen kann, ist früh einen Giant zu spielen. Die sind halt sehr teuer. Und eigentlich gibt es sehr viele Sachen, womit man die einfach kontern kann. Das heißt, wenn der Giant zu früh kommt, habt ihr ein Riesenproblem. Beim Fortress ist das eventuell eine Ausnahme, die finde ich aber wirklich immer noch nicht gut, die Teile, weil die mit den, das Schild von denen skaliert mit Level und wenn man eine frühe holt, kriegt man halt mehr Level für den generell. Aber der ist dann auch einfach zu kontern, dann packe ich einfach Crawler davor und dann so am Pott, dann levelt der nie auf, ja. Wenn er einen Crawler tötet, kriegt er kein Level. Also ich würd Giants eigentlich nie früh spielen wollen. Da kommt wieder Rauch rein. Hat nicht ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte wahrscheinlich. Hier, ne, ist am Schild hängen geblieben, der Großteil. Und jetzt sieht man hier unten, ne, mein Crawler. Mein Rhino, der schmilzt einfach dahin, ohne einen Effekt zu haben. Ne? So, und an der Stelle habe ich mir jetzt gedacht, oh scheiße, was machst du denn jetzt? Ich verliere jetzt einfach jeden Kampf. Ja? Meine Rhinos haben völlig ihre Sinnhaftigkeit hinter sich. Plus der Gegner levelt ja auf, ne? Der hält jetzt ein bisschen mehr aus, der Level 3 war. Und der Gegner, der levelt ja auch auf, der kriegt ja nonstop hier Level, der hat ja astronomisch viele Schäden machen, die Einheiten bei dem. Ja? Also ich kann jetzt nicht einfach Level 1 Counter zu Walls, Steel Walls bauen. Das würde einfach nicht funktionieren, ja. Das geht halt einfach nicht, zumal das eigentlich auch sehr wenige Konter dazu gibt, ne. Also kontinuierlicher Schaden, eigene Steel Ball wäre gut, oder ich würde jetzt wirklich einen Giant holen, aber der würde gegen die Steel Balls eigentlich auch noch sterben. Also die in diesem Zustand jetzt zu kontern, die Steel Balls, ist sehr, sehr schwierig. Also man könnte natürlich jetzt mit auf Luftkampf gehen, ne? Also Lufteinheiten, die schießen ja nicht in die Luft, die Pfeiltiere, könnte man machen, aber die würden so lange brauchen, es gibt nicht genug Schaden in der Luft. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt einen Super Heavy Armor, wo man einfach 200% mehr Leben bekommt. Und da war die Sache für mich geklärt, was ich jetzt mache. Weil euch ist ja sicher aufgefallen, was jetzt die Lösung ist. Ja, ich sag's mal gerade nicht, denkt mal eine Sekunde nach, ob ihr auch drauf kommt, aber es gibt eine ganz einfache Antwort. Ne, und er investiert hier ganz heftig in einfach allem, ne, alle Upgrades, alle Level-Ups. Ne, investiert sehr, sehr heftig. Weil die haben jetzt denselben Nachteil, wie meine Viecher da unten haben. Und genau, die Antwort war sehr simpel. Ihr holt einfach den Nuklearreaktor. Und jetzt habe ich einfach noch einen Rhino geholt. Und zwar, die kommen ja an die Viecher dran, so tanky sind die ja, und die stacken sich an denen, weil die alle ihre Schuss an dem aufladen. Das heißt, wenn die jetzt explodieren, dann werden die alle gesprengt. Jeder von denen ist zwar super tanky, hat aber nur jeder 44.000 Leben. Der hat jetzt 67.000 Leben. Wenn der explodiert, macht er 67.000 Schaden. Genau, er zerstört dann einfach alle Einheiten, die vor ihm stehen. Aber nur, weil ich jetzt das Item mit 200% hatte, sonst wäre er zu klein gewesen. Der hat genug Level, der hat 70.000, also der würde sowieso alles zerstören, ne? Also jetzt laufen nur noch Bomben auf den Gegner zu und damit habe ich quasi seine Hardcounter gehardcountert an der Stelle. Wenn das denn funktioniert, es kann natürlich immer noch sein, dass sie frühzeitig sterben oder die falsche Richtung laufen oder alle laufen zusammen und ich spreng alle meine Rhinos selber. Also wenn die Rhinos zusammen sich hinstellen oder hier zu dritt hinkommen, was ja nicht selten der Fall ist und dann explodiert einer, verliere ich alle Rhinos und dann war auch alles umsonst. Ne? Und da ist es jetzt sehr wichtig, dass die Rhinos hier, ne, von weiter hinten auch kommen. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein, ohne irgendwas zu spoilern. Da sind jetzt alle seine Balls. Nein, mein Rhino stirbt gleich. Oh Gott, was passiert dann nur, wenn der Rhino stirbt? La 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 la, bam. Ich habe meinen eigenen Rhino mitgesprengt, aber der Gegner ist auch weg. Und das war halt ein Großteil seiner Armee, muss man sagen. Ne? Also von daher, die Rhino-Selbstzerstörung, die hat mich jetzt das Spiel gerettet. Zumindest an der Stelle, also vorbei ist es noch lange nicht, aber ich war gerade am Verlieren. Und ohne diese eine Fähigkeit, glaube ich, hätte ich nicht mehr zurückgefunden. Also ich hätte nicht jede Runde genug Luftwaffe bauen können, um die zu zerstören, die wären viel zu tanky und zu viel gewesen. Ich hätte ja jede Runde irgendwie 3 Einheiten bauen müssen. Wahrscheinlich 2 bis 3 Runden, damit ich genug Konter habe. Und dann hätte er aber auch 2, 3 Runden Flugabwehr gebaut. Also das hätte nicht funktioniert, ich wäre dem Spiel hinterhergelaufen wie so ein Irrer. Jetzt ist wieder, sagen wir mal, Gleichstand. Also er muss jetzt eine Lösung finden gegen die Rhinos. Ne? Er hatte ja schon eine Lösung, jetzt muss er eine neue dafür finden. Und zwar eine, die bevorzugt nicht an der Front sich zu den Steel Walls stellt. Ne? Und das ist jetzt ein bisschen tricky für ihn, also wirklich eine Herausforderung. Er kann die ausmachen. Also die Lösung ist, ich weiß nicht, ob das verpackt ist, ehrlich gesagt. Es gibt ja diese Elektroschüsse in dem Spiel. Also gerade Artillerie kann den freischalten, er hat ja Artillerie hier vorne. Hier, elektromagnetische Explosion.
Disabling Target Units Tag. Dann müsste das ausgehen. Ich habe aber schon mal gesehen, wenn der aus ist, dass der trotzdem explodiert. Ich glaube aber, dass nur die Explosionsanimation bleibt, dass nicht der Schaden rausgeht. Aber wenn er den jetzt mit so einem Dings ausmacht, mit so einem Schuss aus seiner Artillerie, und das geht ja, weil die voreinander stehen eine Zeit lang, dann wäre das die Hardcounter. Also ich glaube, wenn er das anklicken würde, dann wären seine Steelwalls wieder am Gewinnen. Glaube ich. Wie gesagt, die Explosionen gibt's. Ich weiß nur nicht, ob sie da noch Schaden macht. Habe ich letztens nicht drauf geachtet. Das Ding ist nur, dass die keiner anwendet, diese Fähigkeit, dass sie keiner freischalten will, weil das alles so ist. Ja, das macht ja nur irgendwie ein Upgrade weg. Aber in dem Fall ist das Upgrade spielentscheidend, finde ich persönlich. Vielleicht ist aber auch verbuggt und das macht wirklich Schaden und deswegen wendet es keiner an. Das müsste ich halt nur mal testen, wie die Sache da ist. So, er hat sich entschieden, Fortress zu bauen und zu kontern. Ist ein bisschen tricky, weil die Fortress, die haben schon eine Single-Target-Kanone, ja. Also der macht jetzt hier 11.000 Schaden pro Schuss. Und das kann man ja noch hochbringen, wenn man will. Also die können schon Rhinos vernichten, aber vernichten die den Rhino, bevor er da ist, der hat halt fast 100.000 Leben. Also 10 Schüsse gibt er nicht ab, bevor der Rhino vor dem steht und dann explodiert er auch. Und das Schild bringt nichts gegen Nahkampf. Also der geht ja mit seiner Bombe und seiner Axt geht er ja in das Schild rein. Und von daher glaube ich, dass die Rhinos ein ganz, ganz mieser Call waren. Er hat jetzt Level 2 freigeschaltet, wenn er Level 2 Rhinos kauft, damit das Schild 80.000 statt 40.000 Leben hat. Aber auch da war der nächste Fehler, finde ich persönlich, weil meine Artillerie, also Artillerie ist die Hardcounter zu Schilden, ja, weil einfach jede Rakete trifft und die astronomisch viel Schäden macht. Da ist eine Flanke gewesen. Also man sieht das hier, wie die Schilde down gegangen sind, jetzt einfach die Rhinos sterben. Also das ne, die Fortress gestorben sind. Also er hat jetzt ein astronomisches Spiel ausgegeben, das ganze Rundeneinkommen für eben die Fortresses mit den Schutzschilden zusammen. Und sie wären weder gegen die Rhinos noch gegen die Artillerie gut gewesen. Ich glaube, das war ein riesen Fehler von ihm. Ich habe mich jetzt für Overlords entschieden, weil ich keinen Druck diese Runde hatte, irgendwas zu machen. Und habe mir jetzt einfach gesagt, die Overlords in der Backline zusammen mit dem Mutterschiff, also ich habe die ja hinten gespawnt, bringen mir einfach nochmal so einen Westenschirm, der nach vorne geht und einfach nochmal Unterstützung und Massenflugabwehr, falls Westenspam vom Gegner kommt. Ne? Weil Westen mit Bodenangriff, dass diese Fähigkeit da unten nur 200% mehr Schaden macht, wären vielleicht in die Rhinos auch noch unangenehm, habe ich mir gedacht. Und da wollte ich mal das dicke Ding hier nehmen. Da ist ja auch das, ja, also das war die Hauptidee einfach, ne? Zu sagen, ich mache jetzt auch mal mit den Dingern aus der Backline. Hat 2000 Leben, bin also massiv am Führen gegen seine 400. Sieht eigentlich sehr gut derzeit aus. Jetzt haben wir alle Lebenspunkte genommen. Bei mir heißt Lebenspunkte 30% mehr, dass er 30% mehr Schaden macht, wenn er explodiert. Das ist halt einfach so. Also wenn der jetzt explodiert, der hat 147.000 Leben, dann macht der 147.000 Schaden. Das überlebt nun wirklich gar keiner. Also der Kamerad da vorne ist ja der dickste Tank, den es gibt im Spiel, der hat 97.000 Leben. Und das Schild wirkt ja nicht. Aber er hat ein 80.000er Schild davor. Also wenn er schaffen würde, dass ich nicht im Schild, sondern vor dem Schild explodiere, wäre er gerettet. Das schafft er aber nicht, weil davor eben der Artillerie-Spam vor mir ist und die einfach komplett von Spielbeginn an eindeckt. Also dass er die da hingestellt hat, das war ein gigantischer Fehler von ihm. Ich glaube, ihr hört jetzt auch auf damit. Ihr seht jetzt hier hinten, wie er Melting Points macht. Und das ist tatsächlich die richtige Antwort. Auch beschützt vor den Fortress hier. Damit kann er meine Luftwaffe ausschalten. Was ihm im Moment fehlt, glaube ich, ist etwas, was mit diesen kleinen Crawlern fertig würde, damit die ersten Salven nicht einfach vergeudet werden. Wenn ihr gerade mal reingucken, aber er hat, glaube ich, nichts, was die Crawler wegmacht. Klar, die Artillerie, aber die ersten Salven treffen ja auch nicht, bis die Crawler im Kampf sind. Also ich glaube, dass er da gerade... er bräuchte irgendwas, meinetwegen die Fangspawn, ja, aber die würden ja einfach weggepustet werden, wenn die Crawler da reingehen. Also es wäre wahrscheinlich auch keine Lösung. Also Sledgehammer wäre eine Antwort, ne, die Crawler einfach abschallen. Oder, also man will eigentlich keine kleinen Einheiten herstellen im Late Game, ne, in Runde 8, weil, naja, wenn ihr jetzt kleine Einheiten herstellt, dann könnt ihr euer ganzes Geld nicht mehr investieren da drin, sinnvoll. Hat immer noch sein dickes Schild, hat er da draufgepackt. Der ist jetzt richtig episch. Der hat jetzt fast 250.000 Leben. Also der explodiert auch nicht mehr. Der ist jetzt wirklich sehr tanky, der Freund. Das Problem ist, ihr seht schon, die kriegen keine Level mehr, ne? Und sofort ist weg das Schild. Der kriegt halt den Level nicht mehr auf. Also den Level, den er hier hat, ne? Dieses Viertel oder was das ist, die haben ja mit Level 2 angefangen. Die machen einfach keine Schäden. Und deswegen kommen die nicht auf den dritten und vierten Level, was die Schilde buffen würde, ne? Das kommt einfach nicht. Das ist ja das Problem an dieser Einheit, deswegen ich die so scheiße finde. Aber hier war sie so, wie gesagt, Fehlbesetzung wegen dem Schutzschild. Da vorne ist wieder was explodiert. Da kommt der nächste Rhino. Große Explosion steht bevor. Jetzt hat er allerdings das ausgeschaltet. Jetzt können wir gerade mal gucken. Ja, man hat es gesehen, ne? Er hat es ausgeschaltet und die sind aber jetzt nicht gestorben, die Einheiten hier vorne. Also er hat jetzt wirklich eine Ausschalt vorgenommen. Wer hat denn das gemacht von euch? Also irgendeiner hatte gerade einen M-Schlag gehabt, weil das war jetzt ausgeschaltet, die Selbstzerstörung. Hast du die Raketen drin gehabt? Wer hat denn die aus? Sie ist bei dem Gegner gar nicht angezeigt. Das war ja offensichtlich gerade aus gewesen, die Selbstzerstörung. Sonst wären die jetzt hier alle tot gewesen.
Ich könnte euch nicht sagen, wer es gerade gemacht hat, aber das war genau der richtige Call. Wenn ihr diese Ausschaltung, also diesen M-Schlag, den ich ihn ganz gerne, wenn man das hier vorne hinbekommt, ne, dann würde seine ganzen Steel Walls überleben. Jetzt kriege ich halt Fred aus dem Maul. Jetzt will ich gerade mal gucken. Ja, machen wir mal gerade weg. Wer hat das denn ausgeschaltet? Der hat ein Item dafür, oder? Charged Ammo, genau. Also er hat das nicht irgendwie ausgebildet. Diese Einheit kann die Selbstzerstörung ausmachen, weil er das Item dazu irgendwann gezogen hat. Und das hat die ganze Armee auf der rechten Seite gerettet. Hätte das links, wäre es glaube ich besser, weil er links viel mehr rettet. Aber ich denke immer noch, er sollte es einfach bei der Artillerie ausgeben hier vorne. Die Gninger können das auch haben als Raketenschwarm, hat aber nicht drin, glaube ich. Ne? Also es wäre einfach spielentscheidend für ihn jetzt. Und er hat es nur einmal drin. Und naja, also ich habe ja diese ganzen Brüller da unten. Also sehen wir mal hier unten den. Der hat zum Beispiel im Spielverlauf schon 1,2 Millionen Schaden gemacht. 1,2 Millionen durch Explosion. Wenn wir vorne bei denen gucken, die machen halt gar nichts. Ja. Der hat seit er da ist 45.000 gemacht. Letzte Runde 24.000, 62.000. Das ist wirklich nichts. Ne? Die kommen nicht auf Level 3. Das Schild wird nicht stärker und das jetzige Schild reicht nicht. Jetzt gehe ich hin und mache mir meinen eigenen Melting Point. Einfach weil da sind halt vier Dicke da von der Front. Und Melting Point ist einfach das Beste dagegen, was ihr machen könnt. Es dauert jetzt ein bisschen, die Dinger aufzubauen, leider. Jemand meinte mal, wenn ihr ein Schild mit einem M-Schuss trefft, von einer Raketensalve, dass sie dann ausgehen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die davor ausgehen sollten und die ja Schildschaden machen. Das müsste ich auch nochmal testen. Das wäre nochmal interessant, aber auf jeden Fall zu wissen. Man müsste jetzt eigentlich diese kleinen Schilde hier überall verteilen, das ist wieder Smoke. Müsste die Schilde verteilen, damit keine Atombombe oder Einheiten zerstört. Gerade die Artillerie von mir darf nicht sterben. So, Schilde sind sofort ausgeschaltet, ne? Das hat keine Daseinsberechtigung. Meine Artillerie, die hämmert da einfach eine Seite nach der anderen rein. Schildschäden werden hier unten nicht angezeigt, sonst hätten hier wahrscheinlich schon eine Million. Und hier vorne sieht man jetzt, leider meine Rhinos deaktiviert. Wenn der Rhino jetzt hier nicht deaktiviert wäre, wäre die ganze Armee von ihm weg. Die ganze Armee wäre weg. Und daran sieht man, wie wichtig dieser M-Schlag ist, den niemand jemals benutzt. Aber der Gegner hat es gemacht. Er hat sich ein Item dafür geholt, was tatsächlich den verteidigt. Es gibt auch einen Anti-M, ne? Den habe ich leider als Item nicht genommen. Das wäre natürlich nice gewesen, aber dann hätte ich es auch nur für einen statt für fünf Rhinos machen können. Aber dieser M-Schlag, also auf jeden Fall absolut spielentscheidend, kann man sagen. Ja, schaffe ich das jetzt noch hier? Die Artillerie-Verteilung immer noch. Ne? Die stehen hier in so einem Dreierpack. Ganz gut Schaden dabei. Jeder von denen hat halt über eine halbe Million. Ja. Jetzt geht's hier los. Artillerie ist auch gut gegen diese Melting Points, weil die einfach sehr langsam sind. Das ist leider auch eine Artillerie. Also ich werde die Runde wieder verlieren wahrscheinlich. Eben weil der Rhino deaktiviert wurde. Mal gucken. Schön wäre es, wenn ich die kaputt mache. Ich habe nämlich nicht mehr genug Leben. Ne? Also die machen jeder 400 Schaden, aber meine Artillerie holt den. Und die haben den Reichweitennachteil in dem Rauch, den ich gelegt habe. Ich gewinne die Runde sogar, ne? Kann man nicht viel falsch machen mit so ein bisschen Artillerie-Support. Sieg! Zumindest bei der Runde. Ist noch nicht vorbei, also jetzt geht's ins Finale. Also ich mache zu wenig Schaden da oben. Er hat noch hier ein Deployment-Modul. Ja, jetzt hat er 88, ich habe 900. Jetzt geht's halt in die 10. Runde. Erinnert euch aber, dass seine Anfangsfähigkeit ist, also er kriegt ja mehr Geld die ganze Zeit, aber dass sie schwächer werden, die Einheiten. Ja, was nimmt man jetzt hier? Mehr leben die meisten wahrscheinlich, ne? Das da hätte ich nehmen müssen. Anti-Interference. Das ist jetzt ein gigantischer Fehler. Ja. Orbital Bombardment, völliger Blödsinn. Wenn ich dafür sorge, dass dieser Dude hier mit fast einer Million, fast 100.000 Leben, wenn die Bombe zündet da drin, dann ist das Spiel gewonnen. Das Bombardment wird nicht so viel Schaden machen wie der. Also gigantischer Fehler gerade von mir. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen knapper, als mir das lieb ist. Gegner eine Atombombe freigeschaltet. Das ist der Grund, warum ich sagen muss, eigentlich hier Schilde verteilen, damit die keinen Effekt zeigt. Die macht auch nur 70.000 Schaden und 0, wenn ihr eine Atombombe habt. Also 70.000 Schaden, das passt hier schon. Also das ist kein Riesendrama. Aber es ist halt unnötig, dass ich jetzt die Adrien so verliere. Also da kann eine Atombombe hätte viele Leute gerettet. Also der hier vorne hat 121.000 Leben, der stirbt davon nicht. Aber man will es halt einfach nicht haben. Also ich hätte einfach Schilde legen müssen. Also ein ganz, ganz großer Fehler, wenn ich da keine Schilde jetzt hinpacke. Ja, also schon zwei große Fehler. Das ist natürlich nicht, wie man es möchte. Er baut Schilde auf, also gegen meinen Angriff da geschützt. Also das macht er da ein ganzes Stückchen besser als ich. Ja, dieses Anti-Interference-Item, das war ein Geschenk Gottes, ja, und ich habe es einfach weggeschmissen. Könnte ich ja selbst Ohrfeigen für. Ich habe noch Rauch hier vorne, in der Hoffnung, dass die Schlacht hier stattfindet, wenn er da drin steht, mit weniger Reichweite. Ich habe jetzt hier vorne, vielleicht ganz kurz, weil das ist jetzt wichtig,
Ich habe jetzt den Acid vergeben in der letzten Runde als Überraschungsfaktor. Wenn die Dinger beim Gegner sterben, dann werden da drin die Leute langsamer und nehmen Schaden. Die Frage ist halt nur, ob ich da rankomme in einem Stück, dass die auch da vor Ort sterben. Adler hat wieder Spaß. Leider ist die gleich weg, die Artillerie. Da geht jetzt alles rein. Da war wieder die Atombombe, aber wieder deaktiviert. Sonst wäre dann nämlich jetzt kein Block drin, sonst wäre es jetzt sehr ruhig geworden. Jetzt verabschiedet sich meine Artillerie gerade. Die war ganz wichtig im Spielverlauf bisher, die Arti, ne? Das war jetzt ein bisschen unschön. Jetzt ein bisschen gekracht. Weiß gar nicht, ob ich da oben, ob ich damit was erwischt habe. Ist alles grün, also da liegen ja Leichen. Das scheint funktioniert zu haben gegen seine Art. Ich glaube, da war eine Batterie. Ja. Und jetzt kriegt er hier gut Schaden. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass er keine Frontlinie mehr hat. Es sind noch ein paar Wespen über gewesen von meinem Mothership, wenn ihr euch erinnert. Und er hat keine Flugabwehr mehr da. Also die Runde geht auf jeden Fall an mich. Die Frage ist halt nur, ob es reicht. Aber mit dem Schlachtschiff da oben sieht das eigentlich ganz gut aus. Also ich denke, damit hätten wir das in der Tasche. Ja. Also man sieht schon, das läuft noch nicht ganz perfekt. Aber die Kombinationsmöglichkeiten sind echt toll in dem Spiel. Und gerade die Rhinos finde ich ultra flexibel zum Anwenden für alles Mögliche. Also, weil man die eben auch früh spielen kann, die dann aufleveln und dann eben unendlich große Bomben werden. Man muss sie halt nur eben dann beschützen vor diesem M-Schlag, den im Grunde genommen keiner benutzt, wie man sieht, und nur sehr selten. Ne? Ja, also da muss man ein bisschen vorausplanen. Also, Brain aber hervorragend gespielt, finde ich persönlich. Hat mir sehr gut gefallen. Also, ohne dieses Item hier vorne. Wäre das wahrscheinlich sehr viel einfacher geworden für mich. Aber wie gesagt, die Artillerie jetzt auch gehabt, der kann das theoretisch haben. Hat aber auch nicht drin. Und ich gehe jetzt hin und packe es meine Einheiten. In dem Sinne, ciao, ciao.